Noch fahren sie virtuell auf einem Simulator. Doch Lasse Gawande und Bastian Rauschen sind im letzten Semester und wollen schon bald über die Weltmeere fahren, dann auf richtigen Schiffen. Hier an der Hochschule Flensburg lernen sie im Studiengang Nautik alles, was sie für ihren zukünftigen Traumjob brauchen. Das Faszinierende an dem Studiengang ist, ja, dass es ein Studiengang ist, der nicht wie jeder andere ist. Also wir kommen aus der Seefahrt, viele von uns, also haben vorher Schiffsmechaniker gelernt und gehen dann wieder in die Seefahrt. Und es ist halt Arbeiten in einem Büro, was ja überall in der Welt ist. Also man kann die Welt sehen, gleichzeitig arbeiten. Und es ist ein Job, der ist jeden Tag anders und den kann man halt hier in Schleswig-Holstein nur in Flensburg lernen. Doch der Studiengang wackelt nach Aussage der Hochschule. Es gibt zu wenig Lehrpersonal und das könnte bei der aktuell ausstehenden Überprüfung der Akkreditierungsgesellschaft CEWA, einer Art Hochschultyp, dazu führen, dass Absolventen zukünftig kein Kapitänspatent mehr bekommen, weil Standards nicht eingehalten werden. Wir haben natürlich auch den Bund als denjenigen im Nacken, der die Patente verteilt. Und da gibt es einen ganz klaren internationalen Katalog, was ein Seefahrer so können muss. Und da sind eben halt Simulatorstunden dabei mit einem gewissen Standard. Da sind gewisse Betriebsstunden an der Schiffsmaschine dabei mit einem gewissen Standard. Von der Personalnot ist auch der Studiengang Schiffstechnik betroffen. Auch hier müssen befristete Stellen neu besetzt werden, damit der Studiengang bestehen kann. Doch die Hochschule hat kein Geld. Uns fehlen grundsätzlich 6 Millionen Euro jedes Jahr. Das merken wir natürlich überall im Haus. Jetzt ist es an dem Punkt angekommen, wo es wirklich das Herzstück der Hochschule betrifft, die maritimen Studiengänge. Die Lösung kam heute Nachmittag schneller und unkomplizierter als in Flensburg erwartet. Das Ministerium in Kiel will die beiden Studiengänge unbedingt erhalten. Wir sind im regelmäßigen Kontakt mit der Hochschule über die Frage der finanziellen Situation. Dort haben wir eine Arbeitsgruppe, die wird im September sicherlich zu Ergebnissen kommen. Aber wir haben auch schon zugesichert, dass wir auch schon vorher, wenn es jetzt wirklich akut an den Ressourcen fehlen sollte, um die Auflagen der Akkreditierung, die möglichen Auflagen, wir kennen sie ja noch nicht konkret, zu erfüllen, dann wird es diese Ressourcen geben. Also daran wird es auf keinen Fall scheitern. Aufatmen in Flensburg. Auch zukünftig können angehende Kapitäne hier im maritimen Zentrum der Hochschule studieren und sich auf ihre erste große Fahrt vorbereiten.